Der Bitterlingbarbe, Puntius titeja, ist trotz ihrer langen Geschichte in der Aquaristik nach wie vor ein faszinierender Zierfisch, vor allem wegen ihres interessanten Balzverhaltens, bei dem die Männchen in intensiven Farben erstrahlen. Sie ist ein friedlicher, anfängerfreundlicher Fisch, der Fehler verzeiht und gut mit anderen Fischen zusammenlebt. Ursprünglich stammt sie aus langsam fließenden Waldgewässern auf Sri Lanka, wo sie heute wegen Lebensraumverlustes bedroht ist. Im Handel werden jedoch meist Nachtzuchten angeboten. Die Bitterlingbarbe hat eine gelbliche Grundfärbung, die bei älteren Männchen rot wird. Sie leben gerne in Gruppen und benötigen sowohl freie Schwimmzonen als auch Pflanzenverstecke. Zur Zucht sollten die Fische in weiches Wasser gesetzt werden, wo die Weibchen bis zu 280 Eier legen. Die Larven schlüpfen nach einem Tag. Die Bitterlingbarbe verträgt sich mit anderen friedlichen, kleinen Fischen, reagiert jedoch scheu auf größere, hektische Fische. In der Ernährung ist sie sehr anpassungsfähig und nimmt Trocken-, Frost- und Lebendfutter an, wobei Lebendfutter die Ernährung besonders bereichert. Sie frisst jedoch keine Pflanzen.